So, Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout Shelter. Mal was anderes für zwischendurch, finde ich ziemlich cool. Wen haben wir hier? Henry Grant kann gleich mal hier so rein. Energie ist eh ziemlich am Limit, da brauchen wir ein bisschen mehr. So, mal schauen, was haben wir denn momentan für Quests hier zu erledigen. Verkaufe eine Waffe oder ein Outfit, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Sammel 100 Nahrung, ja, das kriegen wir hin. Und sammel 50 Wasser für eine Brotzeitbox, kriegen wir auch hin. Aber jetzt lassen wir die hier erstmal ein bisschen tüfteln. Gucken mal, der hier. Brandon Brooks, cooler Name. Nimm doch mal hier die gehärtete Kampfflinte. Und du, Mr. Ralph Scott, unser Special-Bewohner, der kriegt die rostige Laserpistole. Ach, und wisst ihr was? Meinetwegen, okay, von mir aus, dann verkaufen wir halt die panzerbrechende Pistole. Die ist nicht sehr gut. Und wir lösen dann die eine Quest, die eine Mission. Gut. So, 100 Energie, 100 Nahrung, 50 Wasser, eine Frage der Zeit. Einfach ein bisschen abwarten, die Leute hochleveln. Und ich schau mal hier im Buch. Wir haben jetzt schon drei der 182 Waffen, die es im Spiel gibt. Wir haben die rostige Laserpistole. Damit kann man vortrefflich Zigarren anzünden und vielleicht sogar Red-Kakerlaken erledigen. Panzerbrechende 42er Pistole. Heftige Mannstoppung in einem handlichen Paket. Mannstoppwirkung. So, und die dritte Waffe, die wir haben, die dürfte ein bisschen weiter hinten sein. Die ist nämlich gar nicht schlecht. Die gehärtete Kampflinte. Jedes Drücken des Abzugs ist ein Kuss des Todes. Schön. Outfits. 2 von 130. Da haben wir nämlich das Ödland-Sanitäter-Outfit. Hat viele Taschen für Verbände und Schmerzmittel. Und das Special-Outfit, das unser Special-Bürger trägt. Bürgermeister-Outfit. Siedlung. Moment, was? Doch, Siedlungen brauchen Bürgermeister und du wurdest gewählt. So, auch Schrott gibt's hier. Garn, Katzen und unterhalte Katzen und stelle tolle Outfits her. Spielzeugauto. Lässt dich die sorgenfreie Zeit als Kind im Wald nochmal erleben. Brahminleder. Perfekt für eine Spaltlederjacke. Was ist denn eine Spaltlederjacke? Zwei Köpfe, zwei Kapuzen. Aha. So, Haustiere haben wir nicht. Es gibt fast 100 Haustiere und wir haben kein einziges davon. Und es gibt 23 Special Superbewohner. Davon haben wir auch keinen. Schade. So, ernten wir mal eine Runde. Tatrata und weiter geht's. Weiterarbeiten. Wir könnten mal ein bisschen upgraden vielleicht. Wir haben jetzt ein bisschen Kohle. Hey, 50 Wasser haben wir. Yay. Rüste einen Bewohner mit einer Waffe aus. Na gut. Mal schauen, ob das noch immer funktioniert. Früher hat das funktioniert. Ich nehme sie Bewohner A weg, gebe sie Bewohner B. Ja, Quest erfüllt. Sehr gut. Funktioniert tatsächlich noch. Dann gebe ich sie wieder ihm zurück. Das gefällt mir. Gut. Sammel 100 Wasser. 100 Wasser, 100 Nahrung, 100 Energie. Genau, rüsten wir doch die Räume mal ein bisschen auf. Verbessern. Und auch hier verbessern wir mal eine Runde. Und da wird auch nochmal verbessert. Sehr schön. Können wir nochmal verbessern? Nee, jetzt wird's teuer nämlich. Jetzt wird's teuer. Muss ja auch nicht sein. Ich kann mal die Baracken können wir noch upgraden. Warum nicht? Die 500 Kronkorken, die sparen wir uns jetzt und die wir jetzt noch haben. Wie ist die Wahrscheinlichkeit für einen Tempomodus? Macht jeder mal einen Tempomodus, wenn es geht. Yay, erfolgreich. Tempomodus ist auch eine gute Methode, um Geld zu verdienen, wenn es not... Oh, geht ja gar nicht zum Glück. Gut, Tempomodus. Oh, 43, den hätte ich jetzt eigentlich nicht gemacht, wenn ich das gesehen hätte. Hey, hat aber funktioniert. Na dann. Und dann machen wir noch einen Wassertempomodus. Nope, machen wir nicht. 12 Sekunden. Ah ja, lohnt sich ja nicht mal. In 12 Sekunden gibt es eh die nächste Wasserlieferung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wollen wir einen Lagerraum bauen, aber ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo.
Denn ich will die Räume, wie gesagt, nee. Außer hier vielleicht. Hier könnte ich mir einen Lagerraum vorstellen. Oder? Kann ich hier noch einen Raum überhaupt platzieren? Ich glaube schon. Ich mache jetzt einen Lagerraum, einfach nur damit wir einen haben. Und zwar hierhin. So, Lagerraum platziert. Und schon haben wir einen Lagerraum. Perfekt. Mit 14 Bewohnern kriegen wir eine Krankenstation, dann können wir endlich Stimpaks herstellen und Redaways. Dann können wir nämlich wirklich mal ein gut ausgerüstetes Team losschicken. Oh, was haben denn die schon alles erlebt? Meine Güte. Eine Red-Kakerlake gesehen, hat mich angegriffen, ist zu schnell, mir reicht's. 2 Schaden erlitten. Einen flüchtigen Sklaven gefunden. Sklave wurde ins Bein, dem flüchtigen Sklaven ins Bein geschossen. Der kommt nicht weit. Das Bein des Sklaven ist nekrotisch. Ich kann nichts für ihn tun. 1 EP erhalten. Ein wilden Hund. Ich habe jetzt ein wildes Huhn gelesen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Einen wilden Hund bemerkt, der wütend knurrt. Ich musste den wilden Hund töten, bevor er mich tötet. Geschafft. Der wilde Hund ist tot. 200 Erfahrungspunkte. Scheußliche Maulwurfsratte. Stiefel gebissen. Verliere noch meinen Fuß. Muss fliehen. Raider-Gruppe, die Leute terrorisiert. Versuch mich vor den Raidern zu verstecken. Raider hat mich entdeckt. 1 Schaden erlitten. Identifiziert. Ein furchteinflößender Yaoguai. Das ist keine gute Idee. Der Yaoguai greift an. Er hält mich für sein Mittagessen. Hoffentlich kann ich entkommen. 2 Schaden erlitten. Blähfliege, die bedrohlich summt. Zeit, die Blähfliege platt zu machen. Blähfliege war nicht vorbereitet. Oh, auf den Stich der Blähfliege war ich nicht vorbereitet. Ich muss schnell weg hier. Die muss die ganze Zeit nur weglaufen, aber die hat halt auch keine Ausrüstung. Sendeturm. Versuch einen Weg in den Sendeturm zu finden. Hab eine unverschlossene Tür gefunden. Im Inneren war ein Vorratslager. 25 EP erhalten. Ja, wie? Und sonst nix. Du findest ein Vorratslager und kriegst dafür Erfahrungspunkte. Na, toll. Na, 10 Kronkorken hat sie hier. Und noch einen wilden Hund. Na, viel hat sie erlebt auf jeden Fall. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, dir geht's auch noch gut. Da steht zwar, du hast 2 Kronkorken gefunden, wird mir aber nicht angezeigt. Der hat auch einen Sendeturm entdeckt, war wahrscheinlich der gleiche. So, wie sieht's hier aus? Bisschen Wasser sammeln, bisschen hochleveln. Schön. Es kommen auch keine Bewohner mehr. Das ist so einsam hier. So einsam. Machen wir... Oh, Essen. Perfektes Timing. Dann muss Energie auch gleich fertig sein, ja. Wollen wir mal einen Wassermodus-Tempo machen, weil das dauert so lang sonst. Ach, aber immer noch. Der hat so eine hohe Unfallwahrscheinlichkeit, dass das keinen Sinn macht. Wir können höchstens nachher mal eine Box wirklich noch öffnen. Schön langsam könnten wir eine Box öffnen. So, wie sieht's aus? Nicht mehr viel Energie und nicht mehr viel Nahrung. Tagesberichte. Ja, ich habe gerade erst angefangen. Da gibt es noch keine Tagesberichte. Tempomodus. Jetzt komm, jetzt machen wir das, damit ein bisschen Action hier reinkommt. Ah, Fehlschlag. Egal. Damit werdet ihr schnell fertig, oder? Da muss ich mir keine Sorgen machen. Wir haben hier unseren speziellen Superhelden drin und den einzigen Kerl, der von mir bis jetzt Ausrüstung bekommen hat. Die beiden regeln das schon. Ihr beide regelt das schon. Ihr seid so cool. So cool. Ja, ja, ja. Cha, cha, cha. Yay! Da freuen sie sich. Und ich mich auch. Ja, aber über Wasser hätte ich mich noch mehr gefreut. Nee, da machen wir jetzt keinen Tempomodus mehr. Hier vielleicht 53. Okay, bis einschließlich 53 mache ich jetzt Tempomodis. Dann wird's zu gefährlich. Okay, guck, wir haben es geschafft. Cool. Können wir hier bestimmt auch noch einen machen. 2 sogar. Yay! Erfolgreich! Ach komm, noch ein erfolgreicher Tempomodus, dann haben wir die Mission wieder gelöst. Dann können wir auf zu 9 Missionen schreiten. Das wäre ziemlich cool. Yeah! Ihr seid die coolsten und die besten überhaupt. Bring ein Baby zur Welt. Oh, das ist ja mal ganz was Neues. Jetzt passt mal auf. Das müssen wir jetzt so machen. Jetzt suchen wir uns den mit dem... Oh, jetzt habe ich es falsch gemacht. Nein, das wollte ich nicht. Es war ein Fehler von mir. Ich habe mich doch nur vertan. Ich will eigentlich die mit dem höchsten Charisma-Wert rausfinden. So. Ja, das ist natürlich der Ralph. Der Ralph. Und eine weibliche Person bräuchten wir bitte noch. Da sind alle nicht sehr gut. Dann die Maria Moore. Ralph und Maria Moore. Ab in die Love Station.
So, ihr anderen arbeitet weiter. Das ist gut. Ja, das dauert ein bisschen. Die müssen sich jetzt erstmal verlieben. Dann müssen sie tanzen. Dann muss sie schwanger werden. Dann muss sie das Kind zur Welt bringen. Das dauert jetzt. Das wird eine langwierige Mission für die Zukunft. Aber lassen wir einfach mal. Lassen wir die Turteltäubchen einfach mal da oben ein bisschen turteln. Und wir machen jetzt die Boxen auf. Die beiden Vault-Tec-Boxen, die wir haben. Vielleicht ergeben sich ganz neue Sachen dadurch. Mal schauen. Nahrung. 50 Nahrung. Cool. Warum nicht? Kronkorken. 100 Kronkorken. Oh oh. Ah, Laborkolben. Ah, enttäuschend. Ich dachte, wir kriegen jetzt das absolut großartigste ever. Verbessertes Luftgewehr. Okay, das ist mal echt schlecht. Und Bruce Bowman. Sehr stark und sehr charismatisch, der Kerl. Cool. Neue Vault-Tec-Box. Was kriegen wir? Eine Militärplatine. Immer dieser Schrott. Dieser legendäre Schrott immer. Der legendäre Schrott kann mich mal. Ich will super duper cool Waffen oder Charaktere oder Haustiere. Aber doch keinen legendären Schrott. Oh, nervt. Na gut. Wasser tanken. Glück, 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 Glück. Der hat auch das gleiche Outfit an wie der andere. Naja, sehr stark. Das heißt, der wird jetzt... Hey, die da oben haben sich schon verliebt. Das heißt jetzt... it's business time. It's business. It's business time. Das Coole ist auch, dass dadurch beide maximal glücklich werden. Das heißt, wir haben jetzt zwei sehr glückliche Menschen hier. Den Ralf und die Maria. Und die Maria ist jetzt auch sehr schwanger. Und wie ich in der ersten Folge schon gesagt habe, ist ja irgendwie Fallout Shelter auch so ein ganz komischer Pregnancy Simulator. Also, ja, nicht sehr, ja, okay. Egal, auf jeden Fall bleibt jetzt er gleich hier oben und ist jetzt für den Nachwuchs zuständig. Das heißt, jetzt werden systematisch alle Frauen mal hochgeschickt. Um schwanger zu werden. Das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß schon, ein bisschen kühl, ein bisschen, also da ist, aber alle lieben ihn einfach, weil er so charismatisch ist und weil er so einen tollen Bart hat. Es ist ja so, dass, ich meine, wir haben hier einfach keine so, also diese Vorkriegsvorstellung von einer monogamen Beziehung und sowas, die zählen jetzt einfach nicht mehr, sowas gibt's nicht mehr. Das ist letztes Jahrtausend, letztes Jahrhundert, Vorkrieg, interessiert keinen mehr. Wir machen Love, wie es uns passt. Und er ist einfach die Love Machine. Love Machine. Was haben wir noch? Lösche ein Vault-Feuer. Das schaffen wir. Warte mal, das trifft sich sogar gut. Ein Starter-Pack. Kriege ich das umsonst, das Starter-Pack? Ja, ja, lass mich mal den... Oh, nur 5 Euro. Nur 5 Euro für einen Hund, ein Mr. Handy und Nuka-Cola. Yay! Komm, kaufen wir für 20 Euro 40 Vault-Tec-Kisten. Katsching! Ist schon ein bisschen teuer, oder? Wisst ihr was? Wisst ihr, was wir machen? Das machen wir echt. Also, das mache ich wirklich. Ich schwör's euch. Wenn ihr jetzt über PayPal, über das PayPal-Konto, eine Lansquid Birdrider-Spende macht und ihr schreibt in die Beschreibung mit rein, dass das für Vault-Tec ist, für Fallout Shelter, dann wird das Geld, das ihr spendet, zu 100% nur in so Boxen gesteckt. Könnt ihr gerne machen. Ich will es euch nur als Angebot machen. Also wenn ihr eine Spende macht und explizit sagt, ja, für Fallout Shelter, dann fließt das Geld garantiert auch in Fallout Shelter und in nichts anderes. Wollte ich euch nur mal gesagt haben. So als Vorschlag, wenn ihr Bock drauf habt. Warum nicht? So, was könnten wir jetzt machen? Ich weiß schon, was wir jetzt machen. Ich will einen Aufzug erstmal noch. So, bauen wir ein neues Stockwerk. Und in dieses neue Stockwerk kommt jetzt gleich mal die erste Krankenstation. Ta-ta-ta-ta. Da brauchen wir sehr intelligente Menschen. Einer kann jetzt hier unten auf jeden Fall mal Stimpaks machen. Da holen wir den intelligentesten. Das dürfte auch unser neuester Bewohner sein. Ne, warte mal, stimmt gar nicht. Doch, ist er. Okay, Bruce Bowman. Los geht's, rein mit dir. Du bist jetzt unser Stationsarzt. Bruce Bowman. Ah ja, genau, Vault-Tec-Feuer lesen und Wasser sammeln. Das trifft sich nämlich gut. Jetzt machen wir einfach einen riskanten Tempomodus. Wenn wir Glück haben, kriegen wir Wasser. Wenn wir Glück haben, kriegen wir Feuer. Wenn wir Pech haben, Red Kakerlaken. Nein, es ist Feuer. Das heißt, alles ist gut.
Und jetzt löscht ihr das noch schnell, meine hübschen Vault-Bewohner. Wisst ihr, wie bitte produzieren die Nahrung in der Cafeteria? Die trinkt eine Nuka-Cola, die schreibt irgendwas, die schreibt auch irgendwas, der putzt den Tisch und dadurch kriegen wir Nahrungsmittel. Okay, cool, whatever. So, Waldfeuer gelöscht. Holen wir uns unsere 25 Kronkorken. Das ist echt mal eine magere Belohnung, oder? Habe einen haarlosen Bewohner in deiner Vault. Finde ich sehr lustig, die Quest. Aber das kann ich nicht wirklich beeinflussen. Später kriegt man Friseure. Aber bis jetzt kann ich das nicht wirklich beeinflussen. Naja, Leute. Es ist auch schon wieder Zeit. Ich verabschiede mich von euch. Servus für gut und auf Wiedersehen. Die Musi ist leider jetzt aus. Macht's gut. Ciao.